Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder der Goodie und zockt mit euch Recore. Und wie versprochen bin ich das letzte Mal von hier hinten, wo ich die blöde Kiste nicht gefunden habe, hier rüber gereist, weil wir haben hier noch eine ganze Menge prismatische Kerne rumliegen. Und ehrlich gesagt, ich würde ganz gerne davon was mitnehmen. Deswegen sind wir hier und das Schöne ist, wir haben auch gleich hier vorne ein Log-File, was uns vielleicht in der Story weiterbringt. Ich habe jetzt darauf geachtet, auf die Farbe. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die Person war, die mit uns in vernünftiger Stimme spricht. Wir sind auf alle Fälle also auf der Map hier und gehen dann hier rein. Und dann ganz hinten hier in der Ecke haben wir nämlich das Logfile. Das habe ich eben gerade direkt an der Schnellreisestation gefunden. Ist natürlich wahnsinnig praktisch. Wenn wir hier nicht oben sind. Hier ist die Schnellreisestation und direkt hier neben, da liegt es. Ne? Ich bin absolut wohl seiner Meinung. Ich hoffe, ihr seht das genauso. So. Da, ganz hinten, das weiß ich auf alle Fälle. Da ist ein prismatischer Kern drin und da brauchen wir ihn. Haben wir auch dabei. Das ist gut. Jetzt machen wir erstmal das Ding hier weg. In die Richtung war da auch ein prismatischer Kern, glaube ich, ne? Ich habe, glaube ich, gerade so auf der Map gesehen gehabt. Die hatte ich einmal stehen lassen und deswegen nehme ich sie jetzt mit. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass mir das so viel bringt. So, hier gehen wir direkt auf den prismatischen Kern zu, angeblich. Da oben vielleicht mit Cess zusammen. Mal gucken. Vielleicht auch einfach ganz schnöde hier unten. Nee, schon hier so in diese Richtung. Das da oben wird ja kein prismatischer Kern sein, ne? Welcher will was? Ja. Das Ding gerade an sich selber explodiert. Der eine Piepmatze rausflog. Na komm, mach leer da die Bude. So, wunderbar. Okay, also das muss mit Cess funktionieren. Und zwar wahrscheinlich von da. Darüber. Uiuiuiui. Haben wir viel zu tun. Da haben wir viel zu tun, glaube ich. Hier waren wir für die Story ja schon mal mit Cess. Ja, danke, der ist auch schon down, Mensch. Macht mal locker da. So. Ne, hier haben wir noch was zu mitnehmen. So, Seth, wir brauchen dich. Ups, da habe ich auf dem Bot gewechselt. Ups, wollte ich auch X drücken, Menno. Los, komm, wechseln.
So, mal gucken. Wir müssen da dann weiter hochkommen. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch gar nicht. Lass uns überraschen. Ah, wieso geht denn? Ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? Voll versemmelt den Sprung, aber sowas von versemmelt. Also mal so weiter Weg, ne? Die habe ich aber auch, glaube ich, hier, wo wir in der Story hier waren, auch schon ein paar Mal versehen mit den Sprung. Was sehr, sehr ärgerlich ist. Aber wenn ich hier mal rüber gucke, ach, da sind wir ja schon mal lang gesprungen. Da wollten wir dann nämlich da unten hin. Da, genau, da wollten wir hin. Und dafür haben wir diesen langen Weg da oben genommen gehabt. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktionieren soll mit dem nach da kommen. Ach, da, schaut mal, da ist der prismatische drin. Puh, ja, wie kommt man da hin? Ich habe keine Ahnung. Kann mich gerade nicht drehen. Voll doof. Cool. Ich weiß was nicht mehr, wie ich da oben rankomme, aber ich bin hier zum Prismatischen gekommen. Hä? Wieso hat er mir jetzt hier nur den Weg freigeschlagen? Deswegen. Gut. Muss ich jetzt hier runterspringen, ne? Ich weiß trotzdem nicht, wie ich da oben an diese ganzen Dings da rankomme. Und ich muss jetzt auch wieder nochmal dahin zurück. Das ist das Doofe. Weil wir wollen ja da in die Mitte. Und ich habe den Flugbot nicht mit, ich Idiot. Hätte ich den Flugbot, könnte ich mir hier jetzt ganz schön was sparen. Würde ich nämlich darüber fliegen. Dahin. Aber ich habe keinen Flugbot dabei. Und das ist das halt, was ich sage, was Mist ist. Ja, ich kann an der Schnellreisestation die Bots wechseln. Aber um Flugbot zu haben, muss ich halt zurück in Crawler. Und das ist scheiße. Das ist echt, nee, das ist nicht gut. Ich mag das Spiel sehr, sehr gerne, aber das ist Kacke. So. Das war gut, wenn die unten war, glaube ich, ne? Ah, shit! Ach, ist doch scheiße. Ich will Flugbot haben, ey. Wirklich, echt.
Geht's nicht irgendwo anders? Kann man nicht so da rüberspringen irgendwie? Auch interessant auf jeden Fall. Wir probieren es einfach. Ich glaube, das reicht nicht, oder? Ich sag mal nein, ne? Ich sag mal nein. Wenn wir Glück haben. Nee, schade. Ich dachte, wenn wir Glück haben, werden wir abgesetzt. Wir probieren es aber noch einmal. Oh, ganz knapp nicht, ne? Ich sag ja, Flughülle vor the win. Na gut, gucken wir uns mal hier weiter um erstmal. In die Richtung ist auch ein prismatischer Kern. Oh, wir sind schon fast da. Er muss auf dem Dings liegen. Na, da ist aber alles Treibsand. Aber da kommen wir noch um den Treibsand drumherum. Wir probieren das mal. Oh. Oh, okay. Da war eine Lücke im Felsen. Schade eigentlich. Ach, Mitch. Da hat Gudi jetzt nicht aufgepasst. Komm, komm, komm. Geh rüber, geh rüber, geh rüber. Du bist doch drüben, du bist drüben, du bist drüben. Mausi, Hasi, du. Oh ja, danke. Ah, gut. In die Richtung, ne? Nee. Hier, da, da muss er liegen, auf dem Dings. Okay, gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Ach, hier haben wir schon mal eine Kiste leer geräumt. Aber wofür kann ich jetzt nach hier, um darüber zu springen, oder? Da auf der Plattform, ne? Da auf der Plattform ist es, ne? Oder wie? Ihr seht ja das runde Ding da auf der Plattform. Würde passen, ne? Sag ich mal. Wie soll ich da hinkommen? Ich sag's immer ganz offen und ehrlich. Gar keine Ahnung. Wahrscheinlich... Ach, guck mal, da ist ein Bot. Da ist ein grüner Bot versteckt. Komme ich hierhin zurück? Boah, ich sage nein.
Weil dann müssen wir nämlich dahin zurück und dann hier wahrscheinlich im Berg irgendwie raufkraxeln, anders kommen wir da nicht hin. Geh raus da, geh raus da. Obwohl, das bringt mir, glaube ich, gar nichts, das raus da, weil hier hänge ich doch in der Sackgasse drin. Hier komme ich doch nirgendwo mehr hin. Oder kann ich hier über den Arm gehen? Aha, okay. So viel zum Thema, kann ich hier über den Arm gehen? Ja, das ist doch jetzt scheiße, wenn ich jetzt hier den Rücksetzpunkt habe. Dann kann ich ja nur eine Schnellreise zum Crawler machen, um hier rauszukommen. Und dann wieder zum Schnellreisepunkt zurück. Leute, viel Spaß. 5 Minuten Arbeit. Aber gut, dann kann ich wenigstens, wenigstens die Flughöhle mitnehmen. Auf geht's, Violet. Machen wir uns auf den Weg, Violet. So, 2 Ladescreens später sind wir wieder zurück. Da drüben. Ach nee, da mache ich mal erstmal eine Sofortextraktion. So, da oben irgendwie hin. Geht's das vielleicht hier lang?
Weil da sieht es momentan sehr hoch aus. Und hier sieht man halt so ein paar Arme. Das könnte passen, oder? Oh Gott, hat der mich erschreckt. Der Kleine, ey. Aber hier wären wir auch mit Cess hochgekommen, ne? Ah ne, Cess haben wir hier nochmal, um da hochzukommen. Ah, ich habe natürlich keinen Cess dabei, ne? Nur mal so als Zwischeninfo, ich habe jetzt keinen Cess dabei. Mach mal weg da, Mac. Ich habe jetzt Duncan mit, weil ich habe ein Flugboot mit und Duncan und damit wollte ich dann halt da in der Mitte das machen. Oh ja. Bombe, super Sahne. Also hier gehört ein grüner Bot. Ne, da ist ein grüner drin. Da gehört noch ein Stecker rein. Und hier, und der Stecker war doch hier unten irgendwo. Oh, da grinst mich schon wieder diese Plattform an. Ach, Lüftung. Ja, so kommen wir da hin. Aber wo ist der grüne Bot? Ich weiß es nicht. Wir gucken von drüben. So, in die richtige Richtung gucken nach Möglichkeit. So einfach geht's also hier hin. Nummer 30. Sehr schön. So, wo war der grüne Bot? Irgendwo habe ich ihn leuchten sehen. Da. Ja, dahin zurück, ne, Goodie? Super. Ich glaube nicht, dass sich das ausgeht. Manometer. Mac, hast du mich? Doch, geht sich aus. Herrlich. Wunderbar. Ach, da sehe ich ihn auch leuchten. Komm her, kleiner Mann. Da ist dein Zuhause. Ja, fehlt aber noch ein roter. Was ist das hier überhaupt? Wofür? Ach Gott, Level 25, ne? Ist eh jetzt noch nicht so interessant, aber obwohl so weit weg davon sind wir auch nicht mehr. Einen roten müssen wir dafür finden. So. Dann müssen wir jetzt in die Mitte fliegen, weil wie gesagt, wir haben keinen Cess. Wofür brauchen wir den überhaupt? Jetzt mal so als kleine Grundsatzfrage. Um da hochzukommen, um dann was zu tun? Ja, doch gar nichts, ne? Das ist doch nur für dieses Story-Ding da lang. Das ist also halb so wild. Hast du mich? So, fliegen wir hier schön über den Abgrund. Dann sammeln wir noch den Kern ein. Das ist immer das Problem, wenn ich so viele Ladescreens hatte. Dann weiß ich nicht ganz genau. Ich lasse jetzt mal hier los. Wie viele Minuten das Let's Play schon läuft. Das ist immer so das Problem. Weil ich ja ein bisschen mal so rausschneide. So, nehmen wir den hier erstmal mit. So, sehr schön, Nummer 31. So, ich hoffe, es hat euch gefallen, weil richtig, wenn ihr mir so war, dann könnt ihr den Daumen nach oben da lassen. Darüber freue ich mich natürlich wahnsinnig. Und noch mehr natürlich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder einschaltet. Ich sage bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.